Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Heute mal ein ganz ungewohnter Ausblick hier. Und zwar, ich sitze nicht in der Ponywiese, ich sitze auch nicht im Stall, sondern zu Hause an unserem Esstisch. Heute möchte ich euch nämlich diese Kamera hier zeigen. Die haben wir mitgehabt im September, als wir in Holland waren, in Newvliet am Strand. Da haben wir ja mit unseren Easies so einen kleinen Strandurlaub gemacht und gleichzeitig hat Juli mit ihrem Wallach oder mit beiden Wallachen zwischendrin, auch mit beiden Easy-Wallachen, für den Workshop von Alex Ewang gemodelt. Die hat da so einen Intensiv-Workshop gemacht, da werde ich euch wahrscheinlich auch noch ein Video zu hochladen. Aber wir haben halt diese Kamera da mit gehabt, die hatte ich kurz vorher neu bekommen und habe die einfach mal getestet. Die Kamera ist von Akaso. So ein bisschen, viele kennen wahrscheinlich die GoPro, das ist ja so eine recht bekannte Helmkamera oder Actionkamera, die viele benutzen. Und wir haben jetzt mal hier dieses Alternativmodell getestet. Die Kamera ist relativ klein, man sieht es hier. Hat hinten ein Display, man kann die hier ganz einfach an der Seite einschalten. Ich mache das mal eben. Nicht lang genug gedrückt. Genau, ist jetzt keine Speicherkarte drin, deswegen zeige ich jetzt den Fehlermeldung an. Hier oben sind Sachen, wo man halt das Menü mit bedienen kann. Ich hoffe, man kann das jetzt hier gut erkennen. Die hat auch ein Touchscreen, also man kann hier auch praktisch die Kamera über den Bildschirm einfach bedienen. Hier vorne hat sie theoretisch auch nochmal einen Bildschirm, den man benutzen kann. Die ganze Kamera kann man hier in dieses Plastikgehäuse, kommt die rein. Jetzt mit einer Hand, das ist etwas schwierig, mit der anderen Hand die Kamera halten muss. Genau, die kann man hier so reinmachen und zuploppen und dann ist hier unten eine Halterung dran und da kann man halt diverse Halterungen dran machen. Also einiges an Zubehör wird schon mitgeliefert bei der Kamera und zwar einmal natürlich das Ladegerät für die Akkus. So sehen die Akkus aus, es sind zwei Stück direkt dabei und ich habe in Holland mit einem Akku 1,5 Stunden gefilmt. Also das war kein Problem und der war danach noch nicht komplett leer. Also mit zwei Akkus kommt man mindestens 3 Stunden aus, wenn die Kamera komplett läuft. Also ich habe sie komplett durchlaufen lassen, die ganzen 1,5 Stunden. Wie gesagt, hier unten ist die Befestigung, da gibt es dann hier, die werden schon mitgeliefert, hier in diesem Karton ist die Kamera, wird schon einiges mitgeliefert an Zubehör. Wir haben jetzt natürlich noch nicht alles benutzt, am wichtigsten für mich war natürlich, wo haben wir sie, hier diese Helmbefestigung, die kann man einfach oben über den Reithelm drüber ziehen und hier die Kamera festmachen, die habe ich jetzt benutzt, als wir da geritten sind. Hier das alles ist so ein Zubehörpaket, das ich noch dazu bekommen habe, das kostet glaube ich um die 30 Euro bei Amazon, ich kann euch das gern verlinken, da sind halt super viele Sachen noch dabei, zum Beispiel so ein Stativ oder hier fürs Handgelenk, ein Brustgurt, für Unterwasser, die Kamera ist halt auch besser. Dicht. Hier mit so einem Saugnapf dran, kann man irgendwo eine Scheibe oder so festmachen. Also sind ganz viele Sachen dabei. Für den Lenker, dann hier so eine Klemme, kann man die irgendwo festklemmen. Fürs Handgelenk ist noch was dabei. Dann mehrere solche Halterungen, die man halt irgendwo festkleben kann. Da sind solche Klebestreifen bei. Ich habe mir zum Beispiel einen jetzt vorne in den Anhänger reingeklebt und kann die Kamera dann auch vorne in den Anhänger hängen und kann dann übers Handy die ganze Zeit unterwegs sehen, was die Pferde machen. Also es gibt eine passende App dazu, die lädt man sich einfach auf dem Handy runter und man kann dann auch die Kamera übers Handy steuern, auch an- und ausmachen und so weiter. Das geht auch. Oder wenn man nicht direkt über die Kamera bedienen will, kann man sich dieses Armband hier ummachen, da kann man die Kamera auch bedienen. Das ist auch direkt bei der Kamera dabei. Also an Zubehör war jetzt eigentlich alles so dabei, was man erstmal braucht. Ich hatte jetzt, wie gesagt, diese zusätzlichen Sachen noch dabei. Sind auch ganz cool. Wir haben jetzt halt noch nicht alles benutzt. Stativ finde ich auch ganz gut. Das kann man auch so irgendwo festknemmen. Das kann man so knicken, dass man halt auch mit der Kamera andere Sachen einfach filmen kann. Ja, wie gesagt, Ladegerät dabei, zwei Akkus dabei. Was man dazu kaufen muss, ist diese Micro-SD-Karte. Die ist nicht dabei. Da empfehlen die eine 64 GB-Karte. Und da haben wir auch locker die 1,5 Stunden mitfilmen können. Und die war jetzt noch nicht voll. Ja, hier kann man auch ganz gut ein Display sehen. Genau, so viel zur Theorie. Und jetzt schneide ich euch gerade mal ein paar kleine Eindrücke von unserem Strandausritt dazwischen. Es war richtig, richtig, richtig schön da in Holland. Wir hatten so Glück mit dem Wetter. Der Strand ist da traumhaft. Und wenn da Interesse ist, kann ich auch gerne die Unterkunft euch nochmal weitergeben. Das war ein ganz, ganz niedlicher kleiner Stall mit 4 Boxen nur und 4 Wiesen. Unsere Pferde hatten eine eigene Wiese für sich. War so 30 Minuten ungefähr, musste man zum Strand reiten. Aber ansonsten hat das richtig Spaß gemacht.
ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Ganz kurz in unseren Strandritt. Ich kann euch da gerne, wenn ihr Interesse habt, auch noch mehr zu hochladen. Auch aus Renesse habe ich noch ein paar Videos. Da sind wir im Juli mit Anita gewesen und haben noch einiges gefilmt. Das kann ich euch auch gerne noch hochladen, wenn ihr das sehen möchtet. Hier ist jetzt einmal die Kamera. Habe ich jetzt hier wieder eingepackt. In dieser Schachtel wird die geliefert. Die Kamera ist von Akaso. Wie gesagt, wir haben die da getestet. Hier sieht man es auch in Holland. Wir haben auch im Juli die GoPro damit gehabt. Und ich muss sagen, von der Qualität her, ich habe jetzt keinen Unterschied bemerkt. Also der Vorteil ist, hier sind zwei Akkus dabei. Bei der GoPro wird, glaube ich, nur einer mitgeliefert. Und von der Bildqualität her, also ich habe natürlich zwischendurch den Kopf nicht richtig stillgehalten, sieht man jetzt auf den Videos. Da muss man dann drauf achten. Aber ich habe halt 1,5 Stunden mitgefilmt und da ist es zwischendurch ein bisschen schwierig. Ich habe euch ja jetzt nur ein bisschen was zusammengeschnitten. Wenn ihr auch Interesse an der Kamera habt, ich verlinke euch die gerne unten in der Infobox. Wenn ihr den Link nutzt, bekommt ihr 36 Euro Rabatt auf die Kamera. Das ist super günstig. Die ist halt eh vom Preis-Leistungs-Verhältnis her relativ gut, finde ich. Und für die Homepage, ihr könnt die auch direkt über die Homepage bestellen. Da habe ich auch noch einen Rabattcode für euch. Den schreibe ich euch auch mit in die Infobox. Also wie gesagt, ich kann es wirklich also absolut nur empfehlen. Sonst würde ich sagen, wenn ich sie nicht in Ordnung fände, hier ist halt dieses ganze Zubehör noch mit drin. Wie gesagt, das muss man aber separat bestellen. Verlinke ich euch aber auch in der Infobox. Also wer eine etwas günstigere Kamera sucht und nicht nur zum Reiten, die kann man ja auch beim Fahrradfahren nutzen. Die Kamera ist wasserdicht, die kann man sogar beim Tauchen benutzen. Wir haben sie auch im Anhänger schon benutzt. Ich habe eine von den Halterungen hier vorne in den Anhänger geklebt und dann kann man halt übers Handy, über die App die Pferde während der Fahrt auch sehen. Hat auch super funktioniert durch diese verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten, die halt auch dabei sind. Also wie gesagt, ich kann eigentlich echt nichts Negatives sagen. Finde die Kamera richtig gut und ja, wenn der ein oder andere da Interesse hat, nutzt unbedingt unten den Rabattcode, da spart ihr nochmal 36 Euro. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald.